Tim Mendel, Sportfreunde Lotte, haben heute 1-0 beim VfL Osnabrück verloren. Woran hat es gelegen? Wir haben ein Tor reingekriegt, die haben eins gemacht, deswegen haben wir verloren. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Wir haben unsere Tore nicht gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit müssen wir 1-2, vielleicht 3-0 in Führung gehen. Und deswegen haben wir verloren und hatten vielleicht auch ein bisschen uns hat das Quäntchen Glück gefehlt. Ich denke, ja, wir sind gut ins Spiel gekommen. Was man uns natürlich ein bisschen vorwerfen muss, ist, in der ersten Halbzeit müssen wir halt in Führung gehen. Ja, ich denke, da hat der Torwart, der Osnabrücker, zwei, drei Dinger richtig gut gehalten. Ich sage, wenn wir da in Führung gehen, dann verlieren wir dieses Spiel definitiv nicht. So muss man einfach sagen, es ist meiner Meinung nach eine unglückliche Niederlage, weil ich denke, dass wir schon die bessere Mannschaft waren. In der ersten Halbzeit hatten Sie sehr viele Chancen, in der zweiten Hälfte fehlte es dann so ein bisschen an diesen klaren Torabschlüssen. Woran hat das gelegen? Ja gut, das ist jetzt so im Nachhinein schwierig zu sagen. Der Spielfluss war auch nicht mehr da durch viele Nicklichkeiten, was so ein Derby mit sich bringt. Und ja, das müssen wir uns halt, da müssen wir uns noch dran verbessern, dass wir das halt über zwei Halbzeiten transportiert bekommen. Wenn Osnabrück dann in Führung geht mit 1-0, ein bisschen tiefer steht, dann wirst du dann auch ein bisschen hektisch, wenn du in den Rückstand gerätst. Da haben uns dann vielleicht die klaren Chancen gefehlt oder vielleicht mal ein Fuß dazwischen bei einem Abschluss. Das ist natürlich schade, da müssen wir dann dran arbeiten, dass wir auch im Rückstand dann versuchen, trotzdem klar zu spielen und uns Chancen zu erarbeiten. Aber sonst, wie gesagt, muss ich sagen, bin ich mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. Klar möchten wir gleich wieder gewinnen, aber wir haben ja direkt das Pokalspiel auch noch. Von daher, so eine richtige Pause haben wir nicht. Und ja, wir werden weiterarbeiten, dass wir dann wieder die drei Punkte nach Lotte bringen.